miteinander. Wir machen weiter mit Alaviga, da wo wir auch aufgehört haben. Los geht's. Mr. Stucky? Carl hat es leider nicht geschafft. Er ist krank geworden. Aber ich habe den Schlüssel und Anweisungen, wie sie zum See kommen. Okay. Ich wünsche viel Spaß in meiner Hütte. Ich komme später vorbei und schaue nach dem Reich. Und nach ihrer Frau. Unbedingt. Danke. Der Cordon Lake ist ein besonderer Ort, sehr inspirierend. Wir haben Glück gehabt, junger Mann. Im Dunkeln kann man sich leicht verletzen. Hier muss repariert werden. Da muss ich Sarah sagen. Selbst das klingt besser als dein Gesang. Alles in Ordnung? Die Andersons sind unsere Musiker. Wir warten auf Dr. Hartmann, der sie abholen wollte. Sie sind aus einer Klinik bei der Cauldron Lake Lodge abgehauen. Tschüss, Mr. Wade. Mission erfüllt. Der Schlüssel und die Wegbeschreibung. Mein Held. Ja, sprechen wir mal, wir waren nicht schnell. Zur Sicherheit. Hey, warten Sie! Mrs. Wayne! Ihr Schlüssel! Bis deiner war ich dein Irrenhaus. Was für ein Ort. Das wäre doch der perfekte Schauplatz für ein Buch. Wir wollen hier Urlaub machen, Alice. Ich denke drüber nach, wenn wir wieder zurück sind, okay? Okay, wir können später drüber reden. Ich wollte gar nicht darüber reden. Wow, das ist fantastisch, Al. Ja, nicht schlecht. Keine Angst, Schatz. Wir sind drin, bevor es dunkel wird. Und ich habe die Taschen dabei. Alice hatte eine Phobie, Angst vor der Dunkelheit. Ich wollte sicher gehen, dass wir vor Sonnenuntergang ankommen können. Das hätten wir. Sehen wir mal hinein. Komm schon. Ganz schön dunkel da drin. Wir brauchen Licht. Kannst du wieder für Strom sorgen, Liebling? Klar, bin schon dabei. Diese Insel war einst Schauplatz einer Liebesgeschichte. Vielleicht würde sie das wieder. Das Stromkabel führte zu einem alten Generator. Die Lichter sind an. Gute Arbeit, Liebling. Ich mache mich frisch und mach's mir bequem. Okay, ich schaue mich ein bisschen um. Na klar, viel Spaß. Es war ein schöner Ort. Ich sagte mir, dass ich hier entspannen könnte und schlafen und meine Arbeit vergessen. Ich dachte, wir könnten hier glücklich sein. Schatz? Die alte Tür hatte mich getäuscht. Alice wäre bei Dunkelheit nicht rausgekommen.
Also, hallo? Ich bin nicht die Überraschung. Sie ist im Arbeitszimmer. Sieh nach. Okay. Überraschung? Alice, was soll das? Ich muss dir ein Geständnis machen. Ich hab gedacht, dass du hier vielleicht schreiben könntest, dass dir der Ortswechsel hilft. Verdammt, Alice! Du, alle wollen das... Hey, hey, hey! Hör doch mal zu! Es gibt hier einen Arzt, Dr. Hartmann. Ich kenne sein Buch. Er hat hier eine Privatklinik, spezialisiert darauf, Künstlern zu helfen. Willst du mich jetzt einweisen lassen? Nein, so war das nicht gemeint. Das ist... Alan? Alan! Lass es! Lass es einfach! Ich will es nicht hören! Verdammt, Alice! Gott verdammt! Ich wusste, sie würde mir nicht in die Dunkelheit folgen. Ich brauchte Zeit für mich, um nachzudenken. Verdammt. Alan? Alice. Plötzlich alle Lichter ausgegangen. Alan? Alan! Wo bist du? Hilf! Alice, ich komme! Alles okay, ich komme! Alan. Was zum... Alan! Hilf mir! Alan! Nein! Nein! Ah. Alice? Okay, heute mal kürzer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und so. Das ist alles. Ciao.